Liebe Leute, dieses Video sollte eigentlich an einem ganz anderen Zeitpunkt kommen, und zwar zum 24.12. Es sollte eine schöne Überraschung für euch werden zu Weihnachten, aber nee, mein Anstand gebietet es einfach, das zu lassen, weil ich fände es anstandslos. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, am 4.12. hat die Community jemand verlassen, überraschend, für uns alle überraschend und schockierend gleichzeitig. Und das zieht mich einfach dahin, dieses Video umso früher für euch zu bringen, so früh es mir halt möglich ist in meiner aktuellen Situation, aus auch einem wichtigen Grund. Der liebe Georg, der Chico, der verrückte Gameboy-Sammler, wie ich ihn immer hier genannt habe, hat diese Welt überraschend verlassen. Ich kann es irgendwie immer noch nicht fassen und ich habe die letzten Tage so viele Videos auch nochmal von ihm gesehen oder Videos, wo er selbst drin auftaucht. Ich habe Videos gesehen von Kollegen, die schnell einen Nachruf für ihn gemacht haben, und ich werde nach Möglichkeit gerade diese Nachrufe und die vor allem wichtigen Videos, wo es auch um Spendenaufrufe geht, verlinken. Das ist auch der Grund, warum ich das Video für euch ganz, ganz schnell machen wollte, oder für mich möglichst schnell, auch wenn der 4. Dezember jetzt schon ganz schön lang her ist. Es laufen aktuell noch zwei Auktionen bei eBay. Die Erlöse aus den Auktionen gehen voll an Georgs Familie. Ihr merkt, mit was für einer dünnen Stimme ich das Ganze jetzt gerade spreche. Denn der gute Georg ist gerade mal 50 Jahre alt geworden. Und das Ganze zeigt uns natürlich mal wieder, wie schnell der ganze Spaß vorbei sein kann. Es bricht mir wirklich das Herz, wenn ich drüber nachdenke, dass jetzt gerade so kurz vor Weihnachten dieses, also es ist immer scheiße, ne? Aber jetzt so gerade kurz vor Weihnachten, wenn die Familie zusammenkommt und gerade so frisch dann noch, ne? 20 Tage vor Weihnachten, die Familie tut mir unendlich leid. Ganz, ganz schlimm. Natürlich auch seine engen Freunde, seine Vereinskollegen und Arbeitskollegen und so weiter, die ihm nahestanden. Ich habe den guten Georg dreimal treffen dürfen, und das ist so ein Typ gewesen. Ich versuche einfach jetzt ein bisschen positivere Gedanken hier zu bringen. Der Georg war einfach ein Typ. Ich glaube, ich konnte es gerade noch mal eben wegatmen. Ich hatte die Ehre, den lieben Chico nur dreimal in meinem Leben zu treffen. Wir haben aber viel über WhatsApp Kontakt gehabt, und er hat sich immer bei mir gemeldet, wenn er mal wieder was zum Abgeben hatte, und das rechne ich ihm so hoch an. Zum Zeitpunkt, wo er gestorben ist, hatte ich hier noch ein ungeöffnetes Paket von ihm liegen, und natürlich ist das heute das erste, was ich euch zeige, aber die Pickups schieben wir mal eben zur Seite, denn ich habe eine ganz wichtige Bitte an euch, und zwar laufen zur aktuellen Zeit noch ganz knapp, aber es laufen noch eBay-Auktionen. Zum einen ein Bild, was der liebe Chico vom Ree geschenkt bekommen sollte, und der Ree hat es auch vergessen, ihm beim letzten Treffen, was er mit ihm hatte, mitzubringen, und jetzt steht das Ganze gerade auf eBay, und ich bin begeistert, zu was für einem Preis das Ganze aktuell schon da steht, und bietet das Ganze weiter hoch. Der komplette Erlös aus den eBay-Auktionen geht an die Familie. Die Beerdigung ist teuer, ne? Das weiß jeder, der schon mal einen Bekannten und einen Verwandten unter die Erde bringen musste. Und auch sonst, klar, kein Geld kann das aufwiegen, was die Family verloren hat, aber es hilft an bestimmten Stellen. Und deswegen helft über diesen Weg. Entweder die Auktion mitmachen, das Bild, das Poster von Donkey Kong Country 3 war es, glaube ich, oder der Gameboy, den auf jeden Fall jemand in Gedenken an Chico ja gebaut, gemoddet hat, und das Ding ist super schick, ich werde selbst mitbieten. Ich habe zwar diesen Monat nur Erziehungsgeld bekommen, aber ich werde irgendwie alles zusammenkratzen, und wer weiß, vielleicht ersteigere ich ihn selbst. Die Auktionen sind natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Guckt, ob ihr da vielleicht mitbieten wollt, um das Ganze zu unterstützen. Und wenn ihr sagt, boah, nee, die Sachen sind einfach nicht drin in meinem Budget. Der liebe Florian, von dem habe ich heute auch noch was. Der Bürgermeister Florian Tode hat auch noch eine Aktion laufen, und zwar nimmt er Spenden an, die auch komplett zu 100% an die Familie von Chico gehen, um eben Kosten zu decken, die auf die Familie zukommen, ja, oder auch Unwägbarkeiten, denn ne, Chico hat natürlich auch Geld nach Hause gebracht als arbeitende Person, ja, um da irgendwie eine Überbrückung sicherzustellen und so weiter. Liebe Leute, Aufruf, absolut. Das ist das Allerwichtigste, was ich erstmal an der Stelle machen wollte in dem Video. Von mir aus klickt weg hier nach diesem Nachruf auf Chico. Ich werde auch hoffentlich heute die Stimmung noch umreißen können in diesem letzten Pickup-Video. Aber das war mir erstmal ganz, ganz wichtig. Der liebe Chico, Ruhe in Frieden, mein Guter.
Jetzt kommt es gerade wieder hoch und deswegen eine kleine Schweigeminute an den Chico. In dieser Minute spiele ich euch aber eine Audiodatei vor von ihm. Ich hatte, wie gesagt, die letzten Tage und Wochen noch Kontakt zu ihm. Er hat sich mega gefreut, dass meine Tochter geboren wurde und hat mir neben vielen Nachrichten eine sehr schöne Sprachnachricht geschickt und die dauert ziemlich genau eine Minute. Deswegen hören wir uns das nochmal an und denken an Chico. Ruhe in Frieden, mein Guter. Oh ja, das klingt gut, weil ich hatte damals bei der Geburt von meiner hatte ich auch Urlaub geplant, habe ihn dann aber nicht nehmen können, weil sie ein bisschen später gekommen ist. Und dann hat mein Chef aber gesagt, ich soll meinen kompletten Urlaub nehmen. Und ja, ich hatte auch 5 Wochen und hey, sowas bindet einfach und wirklich genießt die Zeit. Du wirst sehen, wenn mal die 4 Wochen rum sind, 5 Wochen, 6 Wochen, die wird so schnell groß und deswegen echt genießt die Zeit. Aber Hauptsache, sie ist gesund und ja, es freut mich auf jeden Fall für dich. Und grüß mir deine Frau und natürlich auch die Kleine. Und auch Glückwünsche von meiner Frau und von meiner Tochter. Oh, Alter. Unglaublich. Unglaublich. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal so reinhaut. Ist jetzt halt eine Woche her. Und mich beschäftigt ja auch in der aktuellen Zeit mit meiner Tochter und so, beschäftige ich mich eine ganze Menge anderes aktuell. Aber wenn ich wieder drüber nachdenke, es haut mich jedes Mal wieder um. Liebe Leute, wenn ihr den Chico irgendwie gekannt habt, wenn ihr irgendwie eine Connection zu ihm hattet, macht mit bei den Spendenaktionen oder bei den Auktionen auf eBay. Und nach dieser absoluten Talfahrt müssen wir wieder hochkommen. Denn ich habe zum Ende des Videos noch voraufgezeichnete Sachen für euch, die ich vor Wochen schon aufgenommen habe. Denn der liebe Mirko und der Christian, meine beiden Nasenkollegen, haben mir ein Paket gepackt für die Geburt meiner Tochter. Der WWE-Investor hat mir was zugeschickt. Der liebe Janis vom Akimbo Podcast. Und diese Sachen, die sprühen vor guter Laune und vor freudiger Erwartung. Oder war das? Nee, das eine war nach der Geburt, das andere war vor der Geburt noch. Freudige Erwartung und Erleichterung nach der Geburt. Da sind natürlich ganz andere Emotionen. Und wir arbeiten uns jetzt langsam wieder aus diesem absoluten Tief, in dem wir gerade gesteckt haben. Und irgendwann wird meine Stimme auch wieder voller, versprochen. Alter Lachs, ey. Das zeigt einfach nur, was der Georg für ein Typ war, ne? Meine Fresse. Okay, das ungeöffnete Paket von Georg, was hier lag. Als ich es geöffnet habe, habe ich natürlich geheult, klar. Es waren geile Gameboy-Spiele drin. Und liebe Leute, wir müssen hier mit einem Greenscreen heute arbeiten. Das wird uns heute noch ab und zu mal Probleme machen, aber ich glaube, für den Großteil der Sachen reicht's. Und ich werde auch hier ab und zu einen Schnitt machen, wenn ich die Spiele für euch scharf stelle, denn ich habe eine Webcam abgegeben. Dazu auch gleich nochmal mehr. Meine Güte, ich stammel hier rum und mach hier rum. Jetzt geht's auch endlich in die Pickups. Ich werde wahrscheinlich Timecodes gemacht haben für die Leute, die auf den einen oder anderen Part keinen Bock haben oder ne, den Georg nicht kannten. Die werden vielleicht den ersten Part übersprungen haben. Jetzt geht's auch wirklich los mit den Pickups. Der letzte Deal mit Georg, mit dem lieben Chico, er hat mir wieder so einen bescheuerten Preis gemacht. Ne? Deswegen habe ich dem lieben Florian jetzt auch einen ganzen Batzen Geld rübergeschickt. Weil der gute Georg hat mir immer so gute Preise gemacht. Ne? Einfach ein herzensguter Typ. So, jetzt machen wir aber auch endlich mal hier. Ich gucke schon die ganze Zeit hier auf meine Kameraeinstellung, denn ich muss euch jetzt gleich die Sachen scharf stellen, die ich von dem Georg bekommen habe. Eine Sekunde. So, scharf gestellt. Das erste Spiel aus dem ganzen Konglomerat, was ich von ihm bekommen habe, ist Asteroids. Habe ich auch auf irgendeiner Kassette drauf, wo immer so 2 Spiele drauf waren, diese Arcade Classics. Ist natürlich ein Klassiker und habe ich jetzt nochmal in dieser Einzelform. Ich glaube, ich habe sogar schon in der Sammlung, aber ich muss die Zustände mal abgleichen. Ich habe gedacht von den Bildern, die er mir geschickt hat, es könnte ein Upgrade sein für mich. Dann endlich in der Sammlung ein sehr schönes Spiel, Serpent. Ist, soweit ich weiß, nicht in Europa
rausgekommen, sondern nur USA und Japan, wenn ich das korrekt weiß. Das hier ist eine USA-Cartridge. Serpent ist ein super simples, aber eben auch super cooles Spiel. Haben wir uns auf dem Klo schon mal angeguckt. Und ja, gar nicht so oft zu finden. Obwohl, man sieht es öfter auf irgendwelchen Börsen und Co. Aber nicht zu dem Preis, den er mir gemacht hat. Dann haben wir Chuck Rock, das hat mir irgendwie auch noch gefehlt. So ein Plattformer von Sony in dem Fall. Ja, ist so ein Klassiker irgendwie, ne? Finden viele Leute irgendwie cool. Ich hab's noch nie gezockt, haben wir auch, glaube ich, nie auf dem Klo angeguckt. Werden wir auch leider nicht mehr schaffen. Zumindest nicht vor meinem möglichen Comeback, was irgendwann mal sein könnte, ne? Ja, Chuck Rock. Dann noch ein weiteres Spiel. Oh, und das ist richtig geil. Da habe ich mich gefreut, dass er es mir angeboten hat. Die Blues Brothers. Voll geil. Vor allem super gut erhalten. Ist bis jetzt das besterhaltenste Cartridge, was ich euch von den Vieren gezeigt habe. Und dann noch so ein Ding, was wirklich teuer ist. Ne? Also wenn man es mal auf eBay oder so sieht. Ich habe den Preis jetzt nicht unbedingt im Kopf, aber ich glaube, er hat mir gerade dafür mal 10 Euro oder so berechnet. Ey, der Typ, der spinnt einfach total. Ne? Ja, der liebe Chico. Alles für die Community. So war er immer. Blues Brothers von Titus. Wir haben es auf dem Klo schon mal gezockt. Es ist jetzt gar nicht so das übergeilste Plattformer-Game, aber es ist ganz cool. Es hat eine super geile Geschwindigkeit, wie ich finde. Und es ist halt einfach relativ selten, vor allem in der NOI-Variante. Und von daher habe ich mich mega gefreut, das jetzt in die Sammlung aufzunehmen. Dann haben wir Pinball von GameTech. Ich glaube, da habe ich jetzt auch alle Parts zusammen, weil es gibt ja irgendwie Spider-Pinball und Galactic-Pinball und wie sie alle heißen. Ich glaube, ich habe die Namen jetzt irgendwie gerade falsch gesagt. Ich kann es euch ja gerne mal einblenden. Aber diese Version hatte ich noch nicht. Ach, guck mal, es steht hier unten noch in klein drunter, das ist Pinball Fantasies. Das habe ich auch noch nicht. Das ist die Europa-Variante. Ich habe die Namen gerade auf jeden Fall falsch gesagt. Ich habe es euch irgendwie eingeblendet, wie die anderen Parts heißen. Ja, dann noch so ein Ding. Ich glaube, das gibt es auch nur im USA-Bereich und möglicherweise Japan, aber glaube ich nicht im EU-Bereich, wenn ich da korrekt informiert bin. Und zwar Battle Unit Zeoth von Jellico. Jellico macht eigentlich immer ziemlich geile Spiele und ich persönlich weiß jetzt gar nicht so genau, was uns hier für ein Spieltyp erwartet. Ihr werdet es ja hoffentlich im Gameplay sehen. Aber läuft einem auch nicht allzu oft unter der Nase her. Also auf dem Trödel, auf der Börse habe ich es jetzt zumindest nicht in den Grabbelkisten gesehen. Ja, und habe es jetzt natürlich mal bei ihm mitgenommen, wo er es mir angeboten hat. Und noch so ein Ding ist, glaube ich, auch ein relativ rares Teil. Das gibt jetzt Ärger hier mit dem Greenscreen. Und zwar Attack of the Killer Tomatoes. Da kann ich euch vielleicht nochmal irgendwie ein Bild oder sowas einblenden jetzt gerade. Aber ihr seht, der Zustand ist super, ne? Richtig gut erhalten. Und NOI-Variante ist von THQ. Ich erwarte mir jetzt keine allzu geile Gameplay-Erfahrung von dem Ding, aber es ist relativ selten und auch relativ teuer, was ich halt so in meiner Erfahrung habe. Und ich habe für diese, wie viel waren es jetzt? 7 Spiele, ne? 2, 4, 6, 7, genau. 65 Euro inklusive Versand. Der Georg ist einfach ein herzensguter Typ gewesen. Und ja, unvergessen. Unvergessen, auf jeden Fall. Ach, liebe Leute, ja, und der Georg wäre nicht der Georg, wenn er mich nicht noch ein Giveaway dabei gepackt hätte. Und ich glaube, er hat ein bisschen mitgedacht. Meine ganzen Crash-Let's Plays, er hat mir Crash of the Titans mit reingepackt. Ich stelle euch auch übrigens jetzt gleich das Kamerabild mal wieder scharf, ne? Das habe ich hier gerade vergessen. Crash of the Titans ist ja von vielen Leuten auch so betitelt als nicht gerade das beste Crash-Spiel, aber ist ein Spiel von Crash, was mir fehlt. Von daher, liebe Grüße an dich da oben, mein lieber Chico. Vielen Dank für die Deals, die wir immer hatten. Und vielen Dank für die, vor allem für die tollen Stunden, die wir zusammen verbracht haben. Du wirst bei mir auf jeden Fall unvergessen bleiben, auf jeden Fall. Ich habe gerade schon über ihn geredet. Der gute Florian, der Bürgermeister von Retro-Kabinett. So heißt, glaube ich, sein neuer Kanal. Und das ist nochmal so ein bittersüßes Ding. Ne? Der Florian ist ein richtig, richtig guter Freund vom Georg. Mit der beste Freund irgendwo. Und der Florian hat auch ein herzzerreißendes Video gemacht. Wer da nicht mitweint, der hat kein Herz irgendwie. Ja, und die beiden hatten Pläne. Die wollten eigentlich zum nächsten Jahr wieder loslegen. Ne? Dem Georg ging es wieder besser. Er hatte so eine Phase, wo er keinen Kopf für den Kanal oder sowas hatte und hat das ein bisschen schleifen lassen. Und er wollte wiederkommen. Das hat er mir selbst noch geschrieben. Und er hatte eben auch noch Kooperationen geplant oder Zusammenarbeit mit dem lieben Florian. Und das hätte ich liebend gern gesehen. Leider wird es nie dazu kommen. Und auch das macht jetzt richtig Ärger mit dem Greenscreen, was ich euch jetzt zeigen möchte. Und zwar King of the Zoo. Ich zeige euch ein Foto, ne, was bringt's. Ich habe mir King of the Zoo von dem lieben Florian, auch das ist alles noch passiert, bevor der Georg von uns gegangen ist.
Er hatte irgendwie auf Facebook so eine Anzeige geschaltet mit original verpackten Spielen und ich bin ja kein OVP-Sammler im Grunde, aber es gibt so ein paar, so aus der Kindheit, so ein paar Spiele, die ich ganz gerne hätte. Und King of the Zoo war immer so eins, ne? Das war eins der Spiele, das ist für mich Kindheit pur, ne? King of the Zoo oder wie hieß es? Penguin Wars? Hieß es Penguin Wars? Glaube, oder? Falls nicht, ich blende es euch hier gerade irgendwie ein. Ja, ist komplett im Zustand, ne? Wir können auch mal eben auspacken und reingucken, was da noch alles drin ist. Nur die Packung ist halt zum absoluten Großteil grün, ne? Das ist halt irgendwie Quatsch, wenn ich das jetzt alles so in die Kamera halte. Glaub mir einfach, die Packung ist mega, mega gut erhalten. Wirklich nur an zwei, drei Ecken eine kleine Abnutzung oder ein minimaler Knick irgendwie. Ey, ansonsten, so gut hätte ich es in meiner Kindheit nicht aufbewahren können. So, dann gucken wir einfach mal rein. Drin natürlich diese Plastikhülle, die das ganze Spiel immer festhält. Das Modul, was natürlich auch zu der Lasche hier passt. Und ja, die Anleitung ist dabei. Auch die kann ich euch jetzt gerade nicht so richtig gut ins Bild halten, weil die auch wieder total grün ist. Egal. Aber was ich natürlich richtig geil finde, ist auch, dass der ganze andere Schissel dabei ist. Fein säuberlich eingepackt in so ein Plastikföhlchen. So, hier, Antrag für den Club Nintendo, ne? Kann man hier noch Antrag losschicken für die Mitgliedschaft. Das ist einfach Kindheit pur, ne? Wenn man diese ganzen Flyer dann nochmal sieht und hier das, man könnte ja echt mal probieren, das da hinzuschicken, ne? Gibt's die Adresse noch? Groß-Ostheim? Gibt's da noch eine Nintendo-Anschrift? Ich weiß es echt nicht. Ja, hier, Poster ist auch wieder dabei. Das haben wir schon mal in, ich glaube, in Tetris gehabt, ne? Wo diese ganzen Gameboy und auf der Rückseite, glaube ich, NES oder Super Nintendo Spiele abgebildet sind. Wir können es aber eben aufklappen. NES, ne? Genau. Nintendo Entertainment System, paar Spiele und dann hier Gameboy. Ey, das ist Kindheit pur. Mega geil. Also das Ding komplett erhalten. Wunderbarer Zustand. Dann noch eine schöne Schutzhülle dabei. Ne? Also ist hier so eine dickere Schutzhülle für die ganze Packung dabei. Ugh. 45 Euro inklusive Versand. Ist jetzt nicht der günstigste Preis, den man so auf dem Markt kriegen kann. Ganz bestimmt nicht. Aber ist ein fairer Deal. Auf jeden Fall. Ne? Und war mir jetzt auch zu doof. Gerade bei einem lieben Flo. Mit dem habe ich ja nun auch schon hier und da mal zu tun gehabt. Ne? Habe auch hier und da schon mal eine Kleinigkeit gekauft bei ihm. War mir zu doof, mit ihm da zu verhandeln. Ne, also um die 5 Euro ging es mir da nicht. Und von daher, vielen, vielen Dank für den Deal, mein Lieber. Und er sagte, ach cool, wenn wir jetzt mal endlich mal wieder einen Deal haben, denn er hatte mir schon, boah, wie lange ist das her, ein halbes Jahr oder so, da hatte er mir mal eine Nachricht geschickt, so nach dem Motto, ey, ich habe was gefunden, wäre das nicht was für dich, kannst du das gebrauchen, er will da kein Geld für oder so, sondern er würde es mir einfach dann beim nächsten Deal oder so mal gratis mit reinpacken, und zwar eine VHS-Kassette, WWF 92, The Year in Review, und zwar sieht man jetzt hinten auch drauf, deutscher Text, wer hat wem was angetan, wie geil ist das denn, die Kämpfe, die Einschüchterung, die Herausforderungen, die Griffe, Momente, die die Entscheidungen herbeiführten. Von Polygram Video in Hamburg, hinten drauf sehen wir schon die Ikonen aus den 90ern, der Mounty, Kamala und natürlich, bin ich jetzt doof, der British Bulldog natürlich. Habe ich auch noch hier Grübelschwierigkeiten. Oh, mein lieber Florian, nicht zurückgespult, kostet einen Euro extra. Kannst du mir per PayPal dann wieder zurücküberweisen? Nein, natürlich nicht. Freigegeben ab 16. Sehr geil. Ja, cool. Ich finde sowas immer mega urig, ne? Ja, und dadurch, dass der Chris82 mir irgendwann mal einen VHS-Player vermacht hat, kann ich das auch irgendwann nochmal schauen und habe dann hoffentlich auch deutschen Kommentar dabei hier, ne? Hoffentlich von Carsten Schäfer, weil ich mag Carsten Schäfer total gerne. Ja, und der gute Florian ist natürlich genauso ein herzensguter Typ wie der liebe Chico und hat mir noch ein Spiel beigepackt. Und zwar komplett original verpackt, ist noch eingeschweißt, ein Gameboy Color Spiel. Und zwar Roland Garros French Open für den Gameboy Color. Ja gut, das wird jetzt wahrscheinlich nicht der Hidden Gem sein, oder wie man es auch immer nennen möchte. Aber ein original verpacktes Spiel, Alter. Ich meine, klar, die Game Boy Color Spiele, das ist jetzt nicht der Reibach, den man damit machen kann, und ich werde es auch nicht verkaufen. Also es ist ein Geschenk und das wird bei mir in Ehren gehalten. Ein Tennisspiel, cool. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ich habe mich mega gefreut. Dann habe ich mit dem guten Ree, den ihr ja nun mal auch in den Kommentaren jetzt in der Videobeschreibung gesehen habt, denn der Ree hat erstens ein mega geiles Video über den Chico und seine Sammlung gemacht. Die beiden hatten, glaube ich, auch noch einen zweiten Teil geplant und naja, dann ist alles anders gekommen. Ja, der liebe Ree
hat mit mir einen kleinen Tausch gemacht. Und zwar hat er mich irgendwann mal angequatscht nach dem Motto, ey, welche Webcam benutzt du eigentlich? Und dann bin ich drauf gekommen und habe gesagt, hör mal, meine alte Webcam kannst du eigentlich haben. Das ist auch der Grund, warum ich heute mit dieser hier immer scharf stellen muss zwischendurch bei den Gameboy-Spielen. Das lassen wir jetzt aber auch gleich hier, denn die Gamecover sollte man in der Regel kennen. Die muss ich jetzt nicht so super nah zeigen. Ich habe mit ihm dann getauscht. Ich habe ihn einfach gefragt, hör mal, ich will gar kein Geld für die alte Webcam. Auch wenn man da noch hätte 50, 60 Euro für verlangen können oder so auf eBay, aber nicht unter Buddies, ne? Also wäre mir jetzt auch zu doof gewesen, ihm zu sagen, komm, gib mir einen Zwacken oder 30 Euro oder so und dann ist gut. Ich habe einfach gesagt, komm, hast du irgendwas zum Tauschen? Gameboy-Spiele, Super Nintendo, was auch immer. Und da hat er mir Bilder von ein paar Gameboy-Spielen gekauft. Das sind alles welche, die ich eh schon in der Sammlung habe. Ich wollte nur mal gucken, ob ich die als Upgrade nutzen kann. Und eins davon habe ich auch als Upgrade genommen. Die anderen landen in meinem Gewinnspielpaket. Da gucken wir auch gleich mal rein. Und ich merke, wenn ich so drüber rede und euch die Sachen in die Kamera zeige, die Stimmung geht schon ordentlich hoch. Ne? Ich glaube, wir sind noch nicht auf dem Hochkurs, aber wir sind schon auf einem ganz anderen Level als vorhin zum Beginn. Meine lieben Leute, was war das heute für ein Beginn? Ne? Also, kurz in die Kamera gehalten. Wie gesagt, ich stelle es jetzt gar nicht extra großartig scharf. Ja, Yoshi ist natürlich grün. Der macht mir da Probleme. Yoshi ist Cookie. Ist die GPS-Variante. Greece, Portugal, Spain. Dann haben wir Mario und Yoshi. Das ist die NOI-Variante. Und The Legend of Zelda, ne, kennt man, Link's Awakening, auch die NOI-Variante. Richtig geile Spiele. Ja, und was mache ich mit den Spielen? Die landen natürlich in der Kiste fürs Gewinnspiel. Und ich zeige euch nämlich auch gleich noch, ne, wir machen gleich die Verlosung vom Gewinnspiel. Und wir machen auch einen kurzen Looky-Looky. Was ist überhaupt drin in der Kiste? Mach jetzt nicht so in den, ne, einmal schnell alles gezeigt. Und dann, damit ihr einen Eindruck habt, was da eine glückliche Person, die wir gleich noch auslosen werden, gewinnen wird. Ja, und der gute Re, ich weiß gar nicht, was er wollte. Der hat mir in der Sprachnachricht noch gesagt, so, ah, ey, hör mal, sorry, dass kein Goodie dabei ist und so weiter. Junge, war doch ein Goodie dabei. Hat mir einfach mal eine DVD dabei gelegt. Und zwar die PEGI-Version von Starship Troopers. Wie geil ist das denn? Also ist auch noch hier mit, ach, guck mal, hat sogar deutschen Text. Also deutsche Audio, aber PEGI-Version. Ist ja in Deutschland gerne mal geschnitten. Keine Blu-Ray jetzt, aber DVD. Gerade bei Starship Troopers ist, glaube ich, eine Blu-Ray auch nicht vorteilhaft. Dann sieht man die Effekte noch umso schlimmer, ne, wenn das so scharf ist. Geiler Film, auf jeden Fall. Ne? Paraderolle auch hier von, wie hieß er denn nochmal, verdammt? Ich will immer sowas auch. Neil Patrick Harris, ne, genau. Bekannt aus How I Met Your Mother und Co. Geile Rolle von ihm. Cooles Ding. Vielen, vielen Dank, mein lieber Ree. Sehr geil. So, ich habe es gesagt, Gewinnspiel. Wir machen erst die Verlosung und dann zeige ich, was in der Kiste drin ist. Normalerweise hätte ich ja die Person vielleicht gebeten, ein kleines Unboxing-Video zu machen und hätte das dann irgendwann in einem Vlog gezeigt. Aber da das ja jetzt eins der letzten Videos auf meinem Kanal erstmal sein wird, mache ich es anders und zeige euch einfach, was in dem Paket drin ist. So. Ich mache mal eben einen kleinen Umschwung und zwar habe ich hier aufgerufen einen Zufallsgenerator. Für alle Leute, die sagen, wie Gewinnspiel. Ja, hab da meinen letzten Vlog nicht aufmerksam geguckt, denn mein letzter Vlog hatte eine kleine Passage drin versteckt, wo ich gesagt habe, so Leute, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr euch schon viel Gelaber angehört und jetzt kommt ein Gewinnspiel. Zum Ende des Kanals wird nochmal richtig was verlost und zwar ist da auch einiges drin, was mit dem Kanal so in Zusammenhang steht. Und meine Lieben, was soll ich sagen? Es haben eine Menge Leute bis dahin geguckt. 21 Leute oder so, oder 22, habe ich, glaube ich, in diese Liste gepackt, die jetzt hier gleich ausgelost werden. Und dazu mache ich mal eben für euch den Bildschirm an hier, so, zack, da sieht man es schon. Die ganzen Teilnehmer hier, ne, die brauchen wir jetzt nicht alle im Detail durchgucken, aber ich habe hier angeklammert, zufällige Reihenfolge. Und wenn ich hier drauf klicke, dann wird hier unten gleich, Moment, so, zack, wenn ich hier oben reinklicke, dann erscheint hier der Gewinner des Paketes. Also, ich klicke. Luckety Karma. Okay, das ist nur fair. Sehr geil. Mein lieber Luckety, ich freue mich für dich. Ich hoffe, ich darf sagen, Kevin, ne? mein lieber Kevin, ich freue mich für dich, weil der gute Luckety Karma, ich habe es hier gerade noch liegen. Ich habe es euch letztes Mal gezeigt. Der hat mir schon so viel geschenkt. Ne? Und jetzt gibt es endlich mal was zurück. Ein kleines Gewinnspiel. Er hat auch schon oft geschrieben in die Kommentare, wenn was anderes verlost wurde. Er hat sich immer gefreut für die anderen, hat den anderen immer gratuliert, aber er hat auch immer gesagt, ah Mensch, ich hätte die Sachen auch gern gehabt und jetzt hast du endlich gewonnen. Das freut mich wirklich für dich. Okay. Gut.
Und zwar hat er mir letztes Mal dieses Ding hier geschenkt, diesen Embernic RG350. Es ist jetzt gerade der Nachfolger veröffentlicht, ne? RG351. Der soll auch sehr, sehr gut sein, so eine Retro-Emulationskonsole. Hat mir auch schon ein paar schöne Stunden beschert. Also, und das ist nur eine Kleinigkeit, die er mir geschenkt hat. Der hat so über die Jahre so viel Sachen für mich irgendwie übrig gehabt. Und ne, wir hatten kleine Gameboy-Deals und so weiter. Also, da trifft es genau den richtigen. Der gute Lucky Kama, super treue Seele, schon ewig hier bei meinem Kanal dabei. Und ich freue mich für dich, Kevin, dass du das Ding abgestaubt hast. Also, ich schreibe dich die Tage mal an für deine Adresse, ne? Weil ich bin auch so einer, ich speichere mir die Adresse nie ab. So, komm, wir machen den Hintergrund wieder weg. So, und wir gucken jetzt einfach mal in das Paket rein, was der gute Lucky bekommen wird. Und das wird euch dann wahrscheinlich vor Neid ein wenig erblassen lassen oder eben auch nicht, das kann natürlich auch sein. Ja, aber ich habe gerade gesagt, die drei Spiele vom Re, die landen auf jeden Fall drin. Du als Gameboy-Sammler hast die wahrscheinlich alle drei schon, aber ne, du weißt, damit kann man bestimmt auch andere schöne Sachen anfangen, die kann man schön weitertauschen oder verkaufen oder so. Ne, da schon mal rein in die Kiste. So, dann was für richtige Schroff-Hats. Und zwar gibt es ein Shirt in XL, das sollte dir ein bisschen groß sein, mein Lieber, aber es fällt auch relativ klein aus für XL, das kann ich direkt mal dazu sagen. Ich habe es nämlich auch in XL. Und zwar ein schroff gezockt T-Shirt. Habe ich mir mal gemacht. Ich habe auch dem Thomas R. damals eins reingepackt in sein Gewinnpaket. Und hier ist noch ein weiteres für dieses Gewinnpaket. Sehr schön. Ja, ich packe das mal eben hier zur Seite. Es ist verschiedenster Content drin. Sachen auch, die mit Wrestling zu tun haben. Ne? Ich habe mal so ein paar Items rausgepackt. Jetzt nicht so Schrott irgendwie, wo ich sage, den kann ich nicht gebrauchen, sondern wo ich einfach gesagt habe, ey, den finde ich auch cool, aber den kann ich auch gerne abgeben für so einen Zweck. Und zwar aus der Slam Crate, ne? Auch so eine kleine Erinnerung an den Kanal. Und zwar hier The Man Becky Lynch. Auch vor ein paar Tagen gerade Mutter geworden. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal. Eine kleine Büste von ihr aus der Slam Crate. Dann der NXT, ist glaube ich der Women's Championship. Genau, der Women's Championship von NXT als Pin. Ne, ist auch in diesen Slam Crates immer drin gewesen. Dann noch ein weiterer Pin aus der Loot Crate auf Wanderschaft. Da habe ich das mal rausgenommen. Und zwar so ein NES-Zapper. Auch ein Pin. Ich habe so viele Pins mittlerweile, ich weiß immer nicht, wohin damit, aber wie gesagt, ich schenke sie hier gerne mit Liebe weiter. Das sind auch coole Dinger, die ich eigentlich auch gerne behalten hätte, aber wie gesagt, ich merke auch, dass ich die irgendwie nie nutze. Ein Schlüsselanhänger von Wild Guns, der ist von der physischen Version, ne? Ich habe in Amerika, glaube ich, mitbestellt und ja, da war der dabei, kann ich gerne abgeben. So, das war jetzt alles so ein bisschen Nippes, ne? Jetzt kommen noch ein paar schöne Sachen, einmal hier in Verbindung mit dem Kanal der Männlichkeitsmuffin. Ich hoffe, die Post denkt nicht, dass da eine Bombe drin ist, wenn das Ding verschickt wird. Da kommt noch ein kleines Autogramm von mir drauf. Ne, ich musste nur erstmal wissen, wer gewinnt, damit ich da eine kleine Widmung drauf machen kann. So, dann haben wir, ich hoffe, du hast es noch nicht, einen Super Game Boy. Also, falls du einen Super Nintendo hast, kannst du die Game Boy-Spiele damit dann auf dem Fernseher zocken. Dann ein paar Wrestling-Games, die ich alle doppelt habe, deswegen konnte ich sie hier abgeben. Einmal WWF Warzone für die PS1 mit dem guten Stone Cold drauf. Oh, da ist noch ein bisschen Nippes, sehe ich gerade. Auch schon wieder vergessen, was ich da alles reingepackt habe. Showdown, Legends of Wrestling. Echt ein cooles Ding. Ist zwar von der Steuerung her nicht ganz so geil. Ich könnte auch mal den Preis da oben abknibbeln. Ne? habe ich mal auf der Retro-Börse in Düsseldorf mitgenommen. Habe ich definitiv nicht diesen Preis für bezahlt. Aber macht echt Bock. Ist ein cooles Ding. Ich hoffe, du hast es noch nicht. Dann SmackDown vs. Raw 2006. Scheiße, und ich sehe gerade eine Sache, die habe ich mal von dir bekommen. SmackDown vs. Raw 2006 für die PS2. Ja, das ist jetzt Karma, würde ich mal sagen. Ne? Das hat mir der gute Lucky Karma nämlich mal geschenkt. Resident Evil 7 für die VR. Ich habe es extra reingetan, weil es mit meinem Kanal zu tun hat. Das war ja eins der letzten Let's Plays, die hier gelaufen sind. Und ein Let's Play, was mir mega Spaß gemacht hat. Allerdings habe ich die Gold Edition hiervon. Das heißt, da sind die ganzen DLCs noch drauf. Und diese Standard Edition, die hast du mir mal geschenkt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Die ist jetzt hier nochmal drin. Musste jemand anders schenken. Okay, ja, total doof gelaufen jetzt in dem Fall, ne? Ja, aber noch eine schöne Sache, ein foliertes, ne, ich habe es doppelt bestellt damals, habe ich keinem gesagt vorher, Crash Bandicoot 4 für die PS4 und noch der Jutebeutel, der ist auch noch mit drin, den habe ich jetzt vergessen, nur hier reinzulegen, den kann ich euch jetzt gerade an der Stelle nicht zeigen, habe ich aber im letzten oder vorletzten Pickup-Video gezeigt. Dann ein Spiel für die R-Zone von Tiger, totales Schrottding, aber noch original verpackt Mortal Kombat 3 für die Tiger R-Zone. Und wenn du sagst, kann ich nie im Leben was mit anfangen, ich werde mir nie im Leben diese beschissene R-Zone kaufen,
dann verkauf es weiter. Das bringt wirklich Geld. Das ist nicht schlecht von dem, was man da an Geld draus machen kann. Und das letzte, ein Dreamcast-Spiel, und zwar Power Stone. Habe ich auch doppelt. Ist komplett mit Anleitung und so weiter. Ne? Also cooles Ding. Und wie gesagt, möglicherweise fällt mir noch die eine oder andere Kleinigkeit hier in die Hände und dann kommt die auch gerne noch rein. Aber ich habe auch hier schon einiges aufgeräumt. So, ein bisschen Nippes habe ich noch gesagt. Hier sind noch ein paar Sammelkarten drin von der WWE. Ne? Mit Dusty Rhodes, Jake the Snake Roberts, die Hardys, Kane und Boogeyman, die Bushwhackers, Million Dollar Man, Doink the Clown und so weiter. Habe ich auch gerne noch mit reingelegt, weil sind auch alles welche, die ich doppelt habe. Ja, also ist im Endeffekt alles, was irgendwie mit dem Kanal mehr oder weniger zu tun hat und was so ein bisschen in Verbindung steht mit dem, wofür der Kanal eben auch steht. So, liebe Leute, das war's jetzt mit Kauf und Tausch aus der Community und Gewinnspiel für die Community. Jetzt kommen noch meine Käufe, die ich so getätigt habe. Und da ist auch eine total bescheuerte Kategorie heute dabei. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal zu dem, was mittlerweile schon hier ist. Und zwar für die Xbox habe ich also für die klassische Xbox, ist aber auch kompatibel mit der Xbox One und der Series X dann in Zukunft. Conker Live and Reloaded, hier wieder, sorry für den Greenscreen-Effekt, ne? Conker Live and Reloaded ist ja im Endeffekt eine remasterte Version von dem N64-Teil. Leider, soweit ich weiß, in einigen Parts auch geschnitten. Da geht es aber, glaube ich, nur um Sprache. Ne? Und das ist mir eigentlich ein bisschen egal. Also Hauptsache, da ist kein Gameplay noch rausgeschnibbelt und so. Die Optik fand ich damals halt mega geil. Das hat mich so weggeflasht. Und das ist wirklich eine richtig, richtig geile Optik. Ich musste kurz am Babyphone hören. So ein typischer Papa-Move. Ne? Papa Windelmeis am Start. Ja, denn da gab es gerade einen großen Ausschlag. Aber ich glaube, meine Tochter ist wieder eingeschlafen. Ja, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ne? Ja, die Kleine ist da, man hat es ja mittlerweile mitbekommen. Es kommt ja auch gleich noch einiges, was wir für sie geschenkt bekommen haben. Ja, aber das soll es auch erstmal an der Stelle sein. Sie ist, so wie es aussieht, nach den aktuellen Untersuchungen gesund. Alles ist dran, was dran gehört. Sie ist ein absoluter Sonnenschein, die uns ja auch schont, uns als junge, unerfahrene Eltern. Also, wenn sie mal schreit, dann kriegen wir sie relativ schnell beruhigt und ist anscheinend ein Anfängerbaby, Gott sei Dank. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt und ja, alles weiter. Habt ihr von Georg vorhin gehört. Einfach eine Nachricht, die mich mega bewegt. Jedes Mal, wenn ich es jetzt wieder anklicke und mir nochmal anhöre. Ja, aber bevor wir da wieder abstürzen, meine Lieben, weiter mit den Einkäufen. Ich habe einen Musikkauf und tja, jetzt sind wir eigentlich von der Stimmung her wieder so weit oben, dass ich es gerne einblenden kann, weil das hier war das letzte Spiel aus der Kategorie Retro, Retro, Retro. Das musste natürlich sein bei der letzten Pickup-Ausgabe. Wie gesagt, soll jetzt nicht respektlos sein gegenüber Chico oder so. Ich glaube, da haben wir wirklich ein großes Ausrufezeichen vorhin für ihn gesetzt. Und ich wollte es da nicht bringen, wenn ich seine Sachen zeige. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal zum Ende gebracht. So. Ja, was habe ich mir hier noch gegönnt? Musik-Pickups. Ne? Eine Vinyl ist mal wieder eingetrudelt. Und zwar Dismember, Like an Ever-Flowing Stream. Wenn ich mich da recht entsinne, das Debütalbum von Dismember. Und ja, im Endeffekt haben sie hier das, was man so von der CD eben auch kennt, dann auf groß gezogen. Das sieht man teilweise so ein bisschen an der Bildqualität. Die ist nicht ganz so geil, wie ich es mir hätte gewünscht. Aber ist Doppelvinyl geiler Sound, muss ich sagen. Ich stehe total auf diesen Schweden-Death-Metal-Sound. Und Dismember waren da ja ausschlaggebend. Ne? Beide Discs sind gleich designt. Ne? Schwarzes Vinyl, einmal hier mit dem Artwork auf der Seite und auf der anderen Seite einfach schwarz und dann kann man eben sehen, was auf den Seiten drauf ist. Wie gesagt, Doppel-LP. Wir haben noch, die Texte sind im Inneren, genau, das können wir nochmal eben zeigen. Ich habe das ja bei den Vinyls in der Regel immer hier gezeigt. Texte und Bandfoto, ne? Haben wir da auch drin. Und ja, ist halt Schweden Death Metal at its best. Ist so eine Blaupause für das Thema. Und musste einfach mal sein. Ich habe es jetzt so als Angebot gesehen bei dem Katalog, wo ich es bestellt hatte. Ich wollte eigentlich eine ganz andere Platte haben, die ich natürlich auch bestellt habe. Die ist leider noch nicht da. Die kann ich euch mal gerne einblenden. Die wird noch nachgeliefert. Und zwar Lick ist auch eine Band, die in der aktuellen Zeit genau diesen Sound irgendwie macht und die einfach auch mega Spaß macht. Ich, viele Leute können es vielleicht nicht verstehen, aber ich habe bei dieser Mucke wirklich Spaß. Ich habe da ein dickes Grinsen auf dem Gesicht, weil es einfach so ein geiler, fetter Sound ist und das einfach irgendwie Laune macht. Ja. Gut, das an Musik-Pickups und das ist eigentlich eine schöne Überleitung, weil Sachen, die ich bestellt und auch schon bezahlt habe, die aber noch nicht da sind, wobei ich auch nochmal überlegen muss, WWE-Investor, kriegst noch Geld von mir, denn mit dem WWE-Investor habe ich so ein paar Limited, Strictly, Only on the Dachboden and you bestell now and you get geliefert
in 10 Years bestellt. Also auf Deutsch Limited Run und Strictly Limited. Und war dann noch irgendwo anders was offen? Ich glaube nicht, ne? So, jetzt muss ich mir mal eben selbst eine Liste aufmachen, was wir da bestellt haben. Ja, genau, ne? Also wir warten nämlich noch auf die Lieferung. Schon längst bestellt, im April oder so, ne? Star Wars Jedi Knight 1 und 2 habe ich bestellt, aber nur in der Standardversion, also nichts irgendwie mit Limited und so. Oder mit dieser, ne, Collectors Edition oder so, das war mir zu blöd. Dann Indigo Prophecy oder Fahrenheit, wie man uns in unserem Bereich halt kennt. Schönes, ja, war das das erste Spiel damals von, wenn mich nicht alles irrt, das erste oder eins der ersten David Cage-Spiele, die auch eben diesen Spielstil so rübergebracht haben, ne, dieses, ja, schon fast Point-and-Click-mäßige Adventure-Gameplay. Ja, und diese filmreife Umsetzung irgendwie. Ich fand Fahrenheit damals auf der klassischen Xbox, auf der klassischen Xbox, wirklich sehr cool, hat mir viel Spaß gemacht und deswegen musste einfach diese physische Release, auch wenn er, glaube ich, nicht ganz so sauber sein soll, was ich gehört habe, das ist ja im Endeffekt einfach der Release, der auch für den PC schon seit ein paar Jahren veröffentlicht wurde. Das soll jetzt nicht so die absolute Bombe sein, aber komm, scheiß der Hund drauf, so einfach in Erinnerung daran und es war halt auch nicht so super teuer. Habe ich auch das im April schon mitbestellt. Wir haben Dezember, Leute, ich habe es immer noch nicht. Ja. Und ich habe aber, glaube ich, gehört, dass es unterwegs ist. Ja, aber leider wird es zu spät dann bei mir eintrudeln für dieses Video. Aber es ist schon auf dem Weg zu mir, ne? Dann habe ich Guns, Gore and Cannoli bestellt. Ist nämlich nochmal neu aufgelegt worden. Ich glaube von Strictly Limited, wenn ich da nicht komplett falsch gewickelt bin. Und zwar diesmal Guns, Gore and Cannoli Part 1 und Part 2 auf einer Cartridge. Habe ich jetzt mal mitbestellt. Ich habe nämlich damals den ersten Part verpasst. Und ja, typisch Strictly Limited ist noch nicht da. Und noch was von Strictly Limited, und zwar Turrican. Und das ist auch das Einzige, was ich wirklich in einer Collectors Edition bestellt habe. Die haben ja drei Pakete, ne? Einfach die Standard, einfach nur das Spiel. Dann gibt es so eine Collectors Edition. Oder eine Limited Edition, glaube ich. Ne? Eine Limited Edition, da ist dann immer noch Soundtrack dabei und so ein paar kleine Giveaways. Und dann gibt es noch diese Collectors-Irgendwas-Box. Da ist dann noch eine Figur dabei und was weiß ich, ne, allen möglichen Gedöne. Das war mir zu viel, der war auch mir viel zu teuer. Aber Turrican in der Collectors mit Soundtrack, also der Soundtrack war mir schon wichtig. Habe ich mir auch gegönnt, ist aber leider auch noch nicht da. Ich habe ein bisschen Bildmaterial jetzt gesehen. Ich will da gar nicht so groß noch drauf rumreiten, weil leider sind die Sachen ja noch nicht da. So ist das Leben halt, wenn man bei diesen Strictly Limited, wie sie auch immer heißen, bestellt. Und ja, so ist das Leben. Liebe Leute, das waren grundsätzlich die Pickups, die ich heute hier aufnehmen werde. Ich habe aber für euch schon Sachen aufgenommen. Ich habe es gerade gesagt, es sind Sachen fürs Baby angekommen. Das eine hätte auch total Unglück bringen können. Vielleicht war das auch der Auslöser, warum die Geburt dann doch ganz schön lange gedauert hat. Also meine Frau hat ordentlich gelitten. Und vielleicht war das so die Retourkutsche dafür, dass ich die Geschenke von den drei Nasen oder von den zwei Nasen von Christian und Mirko vor der Geburt noch ausgepackt habe. Ich konnte es einfach nicht aushalten. Ich musste das Ding auspacken. Und dann kamen auch noch Sachen an von dem lieben Janis, von dem Podcast-Kollegen, vom Mirko, vom Akimbo-Podcast und natürlich der Games Freak, wie sein Kanal auf YouTube heißt oder hieß. Und der liebe WWE-Investor hat mir auch was geschickt. Und diese Sachen, die angekommen sind, die habe ich für euch schon voraufgenommen, die zeige ich euch jetzt. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß mit. Fürs Videoprotokoll, heute ist der 14.11., ein Tag vorm voraussichtlichen Entbindungstermin unserer Tochter. Da bimmelt der Postmann und bringt mir dieses Paketchen vorbei. Und wo ich so drauf gucke, steht da Mirko von Mirkos Kosmos. Wie geil ist das denn? Irgend so ein Überraschungspaketchen. Jetzt weiß ich nicht, ob das mit der Geburt unserer Tochter zusammenhängt und ob das Unglück bringt, wenn ich das jetzt vorher auspacke, aber ich glaube da eh nicht dran, ich bin da nicht abergläubisch. Deswegen nehme ich mir einfach die Zeit, die ich heute noch habe und nutze es einfach, um das mal auszupacken. Ich habe nämlich schon reingelunzt und da liegt als oberstes ein Umschlag, wo drauf steht, das darf vorgelesen werden. Und dann habe ich sofort die Kiste wieder zugemacht, habe gedacht, alles klar, dann schnell die Kamera an. Und dann mal los mit dem Video, denn wer weiß, wie ich in den nächsten Tagen und Wochen überhaupt Zeit habe, irgendwas aufzunehmen. Ich sehe schon auf der Karte, ich versuche euch die mal mit dem Greenscreen hier reinzuhalten, Baby gelandet. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft. Ah, das macht mir jetzt schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil wie gesagt, ich bin zwar nicht abergläubisch, aber grundsätzlich soll man sowas ja erst nach der Geburt dann sich anschauen. Ne? Aber Gott,
was soll's, ne? Ihr werdet sie erst nach der Geburt sehen, von daher. Geschätzter Weidemann, werte Weidefrau, uns ist zu Ohren gekommen, dass ihr beim letzten Uterus-Haul ein zuckersüßes Weidemännchen erstanden habt und möchten euch hiermit herzlich zu dieser Anschaffung gratulieren. Ja, es ist ein Weidemädchen, Entschuldigung, ich habe mich verlesen, ein Weidemädchen, das ist richtig, genau. Wir sind uns sicher, dass diese Investition ein echter Life-Changer für euch sein wird und dass euch eine Menge schöner, spannender, aber auch herausfordernder Momente bevorstehen. Da sind wir uns auch relativ sicher. Um euch das Upgrade auf den Elternlevel etwas zu erleichtern, haben wir euch dieses kleine Starter-Kit zusammengestellt. Also das mit den Anglizismen, auf die du verzichten möchtest, Mirko, das hat hier noch nicht so ganz geklappt. Wir hoffen, dass sich das ein oder andere davon als nützlich erweisen wird. Wir haben auch kurz überlegt, ob wir als digitale Paten ein Sparbuch eröffnen sollten, auf das wir dann von Zeit zu Zeit etwas einzahlen, haben uns dann aber doch für die viel sinnvolle Variante entschieden, ein PSN-Account anzulegen. Okay, ihr habt schon einen PSN-Account für die Kleine angelegt? Okay. Ich bin mal gespannt, was da gleich in der Kiste drin ist. In diesem Sinne, bleibt fröhlich und gesund. Wir wünschen euch nur das Allerbeste. Eure Lieblingsnasen, Christian und Mirko. Ach, das ist von beiden. Ja, wie geil ist das denn? Cool, danke meine beiden Lieblingsnasen. PS Eskimo Knutsch mit Zunge an alle. Werde ich weitergeben. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Ah, das ist ja geil. Meine beiden Nasenkollegen. Boah, ich kriege jetzt wirklich ein schlechtes Gewissen. Soll ich diese Paketchen jetzt schon auspacken, die da drin sind? Oh, es nagt wirklich an meinem Gewissen. Ich habe eine Sache gesehen, die ist definitiv nicht fürs Kind, sondern für uns. Die kann ich schon mal rausholen. Und zwar eine Packung Trüffel von Moser Rot oder Möser heißen die, glaube ich, ne? Möser Rot Privatschokolaterie Premium Trüffel mit Alkohol. Also die sind definitiv nicht fürs Kind. Die sind dann für Papa und Mama, wenn Mama dann abgestillt hat. Vielleicht ist dann noch eine für sie übrig. Ja, und dann sind hier so ein paar Sachen drin. Eieieiei, okay. Boah, es kribbelt gerade wirklich so ein bisschen, ob ich das jetzt schon auspacken soll, wo das Kind noch nicht da ist. Aber ja Gott, was soll's. Wir machen das einfach mal. Schöne Geschenke hier drin. Ne, alles so ein bisschen kindermäßig eingepackt hier so. Ist das Prinzessin Lillifee? Ich kenne mich nicht so aus. Ich glaube, ne? Das wird sich alles noch ändern. Ich werde bald das alles genau benennen können. Ob das Prinzessin Lillifee oder Hexe Sumselbrums ist. Keine Ahnung, wie die alle heißen. Okay, das ist schon mal ein Schnuller. Sehr geil. Metal Kit. Oh, übrigens, was ihr nicht wissen könnt, ihr beiden. Die Firma Metal for Kids. Ich denke mal, da kommt das Ganze auch her. Das sieht mir nämlich vom Logo her so aus. Ne? Ich zeige mal eben diesen Schnuller. Der hat hier dieses Logo. Die Pommesgabel und dann daneben Metal Kit. Das sieht mir ganz so aus, als ob das von der Firma Metal for Kids kommen würde. Und die sitzt bei mir im Heimatort. Das heißt, sie hat das jetzt quer durchs Land schicken lassen, obwohl es direkt nebenan ist. Also ein paar Straßen runter ist dieser Shop. Ja, wir haben auch schon überlegt, da ein paar Sachen zu holen. Aber wir finden das grundsätzlich viel zu teuer in dem Laden. Also drucken wir lieber so ein paar Kindershirts selber. Mit so Metal-Bezug oder so. Hier steht es aber auch nicht genau drauf. Aber das Logo, diese Pommesgabel, die kommt mir sehr bekannt vor von dem Shop Metal for Kids. Werde das jetzt hier nicht verlinken in der Videobeschreibung oder so, weil wie gesagt, ich finde die Preise ein kleines bisschen überzogen. Aber die haben schon coole Sachen, auf jeden Fall. Cool. Vielen, vielen Dank. Wir hatten schon überlegt, ob wir so ein Motorhead-Schnuller da bestellen. Haben es dann aber doch gelassen, deswegen vielen, vielen Dank dafür. Cool. Ja, dann haben wir eine CD, würde ich jetzt mal schätzen, ne? Auch hier in diesem schönen Papier. Wieder mal mit Prinzessin Humselbrums oder wie ich sie gerade genannt habe. Ist wahrscheinlich wirklich, obwohl Prinzessin Lillifee hat doch, glaube ich, so rosa Haare, oder? Wie gesagt, noch kenne ich mich da nicht aus. So, auch das werden wir mal eben ganz unelegant aufreißen. Das macht mich alles noch nervöser auf die Geburt, Leute. Ich bin doch schon so nervös. Okay. Ein Nintendo 3DS-Spiel. Sophies Freunde, Babysitting 3D. Wie geil ist das denn? So ein richtiges Scheißspiel wahrscheinlich, ne? Kümmere dich liebevoll um deine Babys. Knuddel sie und sprich mit ihnen dank Spracherkennung. Mach deinen eigenen Babysitting-Reiseplan. Wow, vielen Dank, meine Lieben. Ich weiß nicht, ob ich das meiner Frau vielleicht mal eben geben soll. Oh, da sind ja sogar noch hier die Club Nintendo-Karten drin, ohne aufgerubbelten Pin hier. Ne, kann man noch richtig Punkte sich holen. Sehr geil.
Babysitting 3D. Ich glaub's ja wohl. Als ob ich da noch eine Simulation für brauchen würde. Das wird demnächst schon anstrengend genug, meine Lieben. Typisch geiles Drei-Nasen. Ach, guck mal, das ist auch schön hier mit Winnie-Pooh und Tigger drauf. Sehr schön. Aber hör mal, Mirko, ich glaube, du hast das eingepackt, würde ich jetzt mal schätzen. Bist auch so ein richtiger Einpackkünstler, genauso wie ich. Also ich kann das genauso gut. Oh, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Da ist was zum Anziehen drin. Ah, Moment mal, da habe ich doch selbst irgendwas mal bestellt. Das kenne ich doch irgendwoher. Ist das nicht... Ich bin gerade am gucken. Also ein Shirt ist hier drin. Okay. Das ist ja so ein richtig schönes Nerd-Shirt direkt für die Kleinen. Ach, guck mal, hier so ein Body quasi, ne? Unten schön zum Zuknöpfen. Ich bin der Beweis, dass Papa nicht nur zockt. Auch sehr geil. Schön. Ja, da gibt es natürlich ein Beweisfoto, wie die Kleine das dann anhat, ne, für euch beiden. Sehr schön. Also nicht hier öffentlich im Kanal, aber das wird es dann für die beiden auf jeden Fall geben. Hier ist wieder wie eine CD. Gerade war ein Nintendo 3DS-Spiel drin. Hier bin ich mir jetzt relativ sicher, dass eine CD drin ist. Auch wieder in schönem Winnie-Pooh-Papier. Ach, guck mal hier, Winnie-Pooh mit so einem Teddybär. Ne, was schön. So, was haben wir denn da Hübsches? Wenn da jetzt so eine Kinderlieder-CD drin ist, ne? Oh. Ich will eigentlich vermeiden, dass wir nur noch so den Kinderlieder hören. Oh, aber das ist cool. Das ist wirklich süß, wollte ich gerade sagen, weil es drauf steht. Träume süß, so eine Baby Dream. Da haben wir auch schon eine Playlist angelegt auf Spotify, wo da wirklich so kleine ja, Schlaflieder drauf sind, um die Kleine dann irgendwie in den Schlaf zu bekommen. Das ist sehr praktisch, auf jeden Fall. Ne? Das ist ja auch nichts, was man dann, so diese typischen Kinderlieder, sondern das ist ja wirklich dann zum Einschlafen und so. Das ist doch cool. Der Sandmann ist da, der Mond ist aufgegangen. Weißt du, wie viele Sterne stehen? Die Blümelein, sie schlafen. Ich habe letztens noch mit meiner Frau überlegt, was gibt's eigentlich alles für Schlaflieder? Und wir sind da nicht auf viel gekommen, ne? Ja, hier Schlafkindlein schlaf, da sind wir drauf gekommen und hier still und starr ruht der See und so weiter, aber obwohl das war eher ein Weihnachtslied, ne? Aber hier, da haben wir doch mal richtig Futter noch für das Thema Schlafen lernen. Das wird ja dann auch immer noch ein Thema. Sehr geil, Dankeschön. Und dann haben wir hier etwas Größeres. Ist das ein Buch? Ja, das sieht aus wie ein Buch. Ach, guck mal, das erste Buch fürs Kind. Ich glaube, wir haben noch gar kein Buch hier. Ich überlege, oder? Muss ich nochmal in die Sachen gucken, die unsere, die Eltern unseres Patenkindes uns schon überlassen haben. Da ist bestimmt auch irgendein Buch oder so dabei. Die kleine Hummel Bommel. Sehr schön. Der Bestseller im Mini-Format. Na, gucke mal. Mit dem Lied Du bist du, gesungen von Maite Kelly. Oh, die drängeln sich auch gerade überall an, oder? Obwohl, nee, das ist nicht Maite Kelly, sondern das ist ja die andere. Die ist gerade irgendwie überall in den Medien. Das sieht doch ganz knuffig aus, hier, dieses kleine Hummelbaby. Cool. Na, da schreibe ich euch nochmal was zu. Das ist doch cool. Vielen Dank. Und dann ein letztes Item. Hier ist der Tigger drauf. Mit einem kleinen Teddybär. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Da kann ich nicht definieren, was das ist. Es fühlt sich ein bisschen an... Also es hat so ein bisschen das Format einer Audiokassette, aber das ist es nicht. Es ist schwerer und irgendwie auch stabiler. Eine kleine Gebrauchsanleitung fürs Baby. Papa sein von Koppenrad. Das holen wir mal eben raus. Oh, eine coole Verpackung, ne? Hier sind immer so Karten. Lauter Karten, die einem lauter Tipps mitgeben können. Wir schlagen einfach mal irgendwas auf. Baby on Tour ist jetzt hier zum Beispiel so ein Ding. Da ist so eine Checkliste dabei, was man alles mitnehmen muss. Damit dir nichts Wichtiges fehlt, wenn du mit deinem Baby unterwegs bist, solltest du folgende Sachen auf jeden Fall dabei haben. 2 Schnuller, eine Garnitur Wechselwäsche, Sonnenmilch, Pflegecreme, Pflaster, 2 bis 3 Windeln, Feuchttücher, Wickelunterlage. Okay, und bekommt dein Baby die Flasche, muss auch diese mit. Ach, echt? Ja, also wichtige Tipps für so unerfahrene Väter wie mich. Sehr geil, coole Sache. Direkt für jede Situation eine Gebrauchsanleitung dabei. Und so schön handlich, ne? Kann man immer in der Jackentasche oder hier in der Hemdtasche dabei haben. Wie geil ist das denn? Vielen Dank, meine Lieben. Jetzt habe ich auch tatsächlich gerade kein schlechtes Gewissen, dass ich das schon ausgepackt habe.
Also da war ja alles rundum mal dabei. Coole Sachen. Also wie gesagt, wir haben doch sowieso schon so viel angehäuft hier an Kram. Und man sagt zwar immer, solche Geschenke vor der Geburt auszupacken, bringt irgendwie Unglück oder so. Aber von all diesen Items haben wir schon irgendwie was auch. Und das sind jetzt einfach wunderschöne Varianten. Und da beschwert man sich als junger Elternteil nie, wenn irgendwie von jetzt so einem Body noch einer dazukommt oder was weiß ich. Kann man immer alles super gebrauchen. Meine Lieben, Eskimo-Knutsch an euch. Vielen, vielen Dank dafür und mega geil. Ja, hier noch ein reingeschnittener Videoschnipsel, denn es reißt einfach nicht ab, ne? Mittlerweile ist meine Tochter geboren, das heißt, es kann nichts mehr schiefgehen bei Babygeschenken. Wir sind auch aus der Klinik mittlerweile zu Hause. Ich denke, ich habe euch auch in dem vorherigen Pickup-Video schon erzählt, wie das alles so für uns war und habe das so ein bisschen für euch zusammenkomprimiert. Denn viele haben mich angeschrieben und haben gefragt, ist denn alles okay? Wie ist es denn gelaufen? Erzähl mal so ein bisschen deine Story. Ich denke mal, das werde ich einfach so in diesem letzten Pickup-Video ein bisschen rübergebracht haben. Deswegen spare ich mir das hier an der Stelle. Aber es sind noch coole Sachen gekommen von Freunden des Kanals, so nenne ich es einfach mal. Nicht einfach nur Zuschauer, sondern einfach wirklich Wegbegleiter, schon seit vielen Jahren. Und zwar zum einen der liebe Janis von dem Akimbo FM Podcast oder beziehungsweise früher dem Kanal Games Freak. Aber der Kanal wird ja nicht mehr befeuert, seit er seinen Nachwuchs hat. Aber er macht immer noch mit Mirko den äußerst coolen Podcast Akimbo FM. Kann ich natürlich nur empfehlen. Ja, da kam eine kleine Grußnachricht von dem guten Janis an. Und er sagt, liebe Familie Weidemann, herzlichen Glückwunsch zur Geburt eurer kleinen Piep. Euch alles erdenklich Gute von Janis. Vielen, vielen Dank. Er hat mir auch ein bisschen noch was in der Facebook-Nachricht geschrieben. Zum einen war in dem Paket nämlich dieser coole Ball hier drin. Das ist jetzt hier von dem Greenscreen natürlich ein bisschen ausgeschnibbelt. Sorry dafür, aber ich glaube, ihr erkennt es. Es ist so ein löchriger Ball, ein sogenannter O-Ball Classic. Ein Greifspielzeug. Ne? Man kann auch Sachen da so reinstopfen, was vielleicht irgendwie ein bisschen knistert oder Lärm macht oder bimmelt oder irgendwie so. Ist auch BPA-frei, also keine Weichmacher und so weiter drin und unterstützt das Baby im Endeffekt dabei, krabbeln zu lernen und so die Feinmotorik. Er hat dazu geschrieben, dass sein Sohn total verrückt nach dem Ding ist. Wir werden natürlich jetzt aktuell damit noch nicht viel anfangen können, weil die Kleine einfach nur auf dem Rücken liegt, ein bisschen sabbert, brabbelt und uns verliebt anguckt. Aber sobald sie anfängt, sich selbstständig umzudrehen, zu krabbeln, zu greifen und so weiter, wird das Ding natürlich ausgiebig dann in ihre Hände gegeben und ich glaube auch sie wird da nicht die Hände von lassen können. Sie ist nämlich motorisch sehr aktiv, jetzt schon. Also sie strampelt und zappelt schon eine ganze Weile. Und hier hören wir auch noch was rasseln und klappern. Und zwar so ein niedlicher kleiner Esel. Hat sich meine Frau total drüber gefreut, weil die mag Esel total gerne. Ja, das ist so ein, ja, ist das so ein Schnuffeltuch oder sowas in die Richtung? Das ist hier so ein Tuch. Innen sehr weich gefüttert. Ne? Kann man schön mit ins Bettchen nehmen. Und so ein bisschen mit schmusen. Dann ist auch hier irgendwas, was so ein bisschen, habe ich das nicht irgendwo gehabt, dass das irgendwie auch so ein bisschen knistert? Na, ah, hier. Hier ist so eine kleine Knisterecke. Oh, ganz spannend, ne? Und ein bisschen Rassel. Coole Sachen, ne? Also sowas ist immer toll dann im Babybettchen, sobald man eben Sachen auch mit ins Bettchen nehmen darf. Jetzt gerade am Anfang sollen wir ja das ganze Bettchen freilassen und sie schläft zum Großteil sowieso bei uns, weil sie dann am meisten Nähe und Vertrautheit hat und dann kommt sie aktuell noch am besten mit klar. So komplett alleine in so einem Beistellbettchen, da hat sie aktuell noch so ein bisschen Problemchen mit, aber naja, das wird sich alles fügen. Und dann war noch ein schöner Body dabei und zwar Anleitung für den Papa. Also hier oben ich, der Kopf, ne, das Gesicht, das muss da erscheinen, dann hier rechtes Bein, linkes Bein, Ärmchen und so weiter. Finde ich sehr gut, denn ich habe die ersten Tage wirklich ganz schön Probleme gehabt, diese Babyklamotten irgendwie anzuziehen. Vor allem das irgendwie über den Kopf zu bekommen und dann irgendwie die Arme dadurch. Und also das ist wirklich irgendwie, ich habe zwar Zivildienst gemacht und bin Meister im Wickeln, also das mache ich und zum absoluten Großteil hier bei uns. Ne? Meine Frau hat ja eben viel damit zu tun, auch zu stillen und ja, das Kind den ganzen Tag irgendwie zu bespaßen. Und ja, wenn ich dann kann, dann nehme ich ihr das Kind mal ab und wickel dann auch sehr oft und so weiter. Also das ist so meine Hauptaufgabe und so ein bisschen hier den Haushalt machen und so. Also wir teilen uns da aktuell so ein bisschen auf und immer das Umziehen. Also Umziehen ist für mich immer noch ein bisschen Hindernis. Da ist diese Anleitung bestimmt nicht verkehrt. Also vielen, vielen Dank dafür, mein lieber Janis. Ja, und dann komme ich heute nach Hause vom Einkauf. Und was ist da? Ein großes Paket von dem lieben WWE-Investor. Habe ich direkt an seinem Namen gesehen, der da drauf steht. Und da ist jetzt natürlich nicht nur was fürs Kind drin, sondern da ist auch was drin, was wir zusammen bestellt haben bei Limited Run und Co. Ne? Aber die halte ich hier nur ganz, ganz kurz in die Kamera, weil ich werde im Pickup-Video schon mehr dazu erzählt haben. Ich habe ja erst die ganzen Games vorangestellt. Das ist zumindest so mein Plan und werde die ganzen anderen Sachen dann für euch hier so im Nachhinein zeigen. So. Hier haben wir ein bisschen Dämmmaterial. Sehr geil.
Was haben wir denn hier alles drin? Okay, das ist geil. Wir haben sowas gehofft. Als ich meiner Frau gesagt habe, wie geil ist das denn? Als ich meiner Frau gesagt habe, der WWE-Investor hat das geschickt, ne? Der hat mir ja schon die Aktie von der WWE geschenkt und so weiter und so fort. Da hat sie gesagt, ob da vielleicht ein Strampler von der WWE drin ist? Und was sehe ich hier? Ah, das ist mit dem Greenscreen gerade leider doof. Ich muss es aus der Plastikfolie holen. Auch ein kleiner Body und er hat draufgeschrieben Hashtag Team Vidior. Und natürlich, hier ist der Ultimate Warrior Body. Wie geil ist das Ding denn? Bis zu 6 Monaten, cool. Ja, der sieht auch jetzt aktuell sehr üppig aus. Also der wird ihr jetzt aktuell natürlich schon passen, aber viel zu groß sein. Aber da wird sie jetzt demnächst reinwachsen. Und ich freue mich schon so drauf. Wie geil ist das denn? Tausend Dank, mein Lieber. Das ist wirklich Hammer. Wir haben ein bisschen drauf gehofft, als ich sagte, das Paket käme jetzt von dir. Und da hast du uns wirklich einen coolen Wunsch erfüllt. So, dann haben wir ein grünes Buch. Das ist natürlich jetzt bei dem Greenscreen ein bisschen doof, ne? Die Pille für den Mann. Ein Buch über... Also fast alles über American Football, verrückte Fakten, kurioses Wissen von Ullstein, von den Machern des beliebten Podcasts Die Pille für den Mann. Vielleicht sollte ich einfach mal in diesen Podcast reinhören. Tut mir jetzt leid hier mit dem Greenscreen, aber ihr werdet schon sehen, warum ich aktuell immer einen Greenscreen nutze in meinem Abschiedsvideo. 100 Jahre National Football League, das heißt 10 Jahrzehnte voller spannender Geschichten auf und abseits des Platzes. Atemberaubende Spiele und Spielzüge, faszinierende Quarterbacks und Pass-Rusher, stählerne Körper, die Tänze aufführen oder sich am Boden krümmen. Karrieren, die sich in der Kriminalität enden. Amerikas Sportart Nummer 1 bietet auf und neben dem Platz jede Menge Show. Die Football-Experten Carsten Spengemann und Mike Stiefelhagen liefern in diesem Buch eine große Portion Football-Wissen, Unterhaltsames und Verblüffendes, Amüsantes und Triviales, Unnützes und Wissenswertes über den schönsten Ballsport des Universums. Der WWE-Investor versucht schon seit Jahren, mich an den American Football zu bringen und vielleicht hilft dieses Buch dabei. Ich muss sagen, mir hat ja der Finchi seinerzeit mal dieses Buch 100 Gründe, oder waren das sogar mehr? Irgendwie, oder waren das 100 Gründe, oder... Ist ja auch scheißegal. 100 Gründe, Wrestling zu lieben. Und dieses Buch hat mich nochmal stärker an den Sport auch nochmal gebunden. Ne? Ich war damals wieder begeistert davon, aber es hat mich umso stärker dran gebunden. Und vielleicht hilft dieses Buch auch dran, mich endlich mal mit American Football auseinanderzusetzen. Ja, ich sehe auch gerade, dass irgendwie von unseren Limited Run Bestellungen und Co. überhaupt nichts hier drin ist. Also die lassen anscheinend immer noch auf sich warten. Das ist wirklich ein Babypaket. Na sowas. Jo. Dann ist es halt so. Erstmal was für Mama, ne? Wenn Mama morgens einen Kaffee braucht. Jeder Tag kann mit einem Lächeln beginnen. Sehr schön. Ich sehe hier schon vorne drauf, was da drin ist. Eine schöne Tasse. So, die machen wir mal eben auf. Ich pack mal eben aus. Eine Sekunde. Ein schlafender Pinguin ist hier drauf und das passt wie Arsch auf Eimer, denn meine Frau ist riesen Pinguin-Fan. Das Einzige, was nicht passt, meine Frau trinkt keinen Kaffee. Also der Spruch hier drauf, der Kaffee ist kaputt, ich bin immer noch müde, der passt jetzt nicht so zu ihr, weil sie einfach keine Kaffeetrinkerin ist. Scheißegal, ne? Tassen kann man immer gebrauchen, wunderbar. Und der Pinguin wird tierisch gefallen, aber die werde wahrscheinlich öfter mal ich nehmen, weil ich dann eher der Kaffeetrinker bin. Oh, und was ist das denn hier? Das ist noch ein Paket da, da ist dann ein Kleber drauf, wenn Papa morgens Kaffee braucht, ist hier eine... Boah, wie geil ist das denn? Ich habe es mal in einem Pickup-Video von dem lieben Mirko gesehen. Mirko oder Bernie? Vielleicht hat er mal einen Kommentar gelesen, wo ich gesagt habe, wie geil ist denn bitte dieser Becher? Ein Donkey Kong-Becher und zwar riesig groß. Steht da zufällig drauf, wie viel da reinpasst? Von Paladone. Oh, nicht in die Mikrowelle und auch nicht in den Geschirrspüler reinstecken. Das ist eine wichtige Info, also nicht in den Geschirrspüler. Und ich guck mal gerade, ist auch ein offizielles Nintendo-Produkt, ob da steht, wie viel da reinpasst. Da steht einfach nur, nicht Spülmaschine und Mikrowellen geeignet, vor der ersten Benutzung reinigen. Ansonsten nichts, aber da passt eine ordentliche Portion rein. Das ist geil, da kommt ein richtig fetter Kaffee morgens rein. Die Kleine hat aktuell, die entwickelt gerade so einen kleinen Rhythmus, an den könnte ich mich wirklich gewöhnen. Der würde sogar passen, wenn ich arbeiten gehe. Sie wird irgendwie morgens so, na, gegen 6, 7 wird sie ein bisschen munterer. Dann kriegt sie eine frische Windel an, dann kriegt sie ein bisschen Frühstück von Mama. Und das wäre genau die richtige Zeit, wo ich mich dann verabschieden kann und sage so, tschüss, macht's gut, ich fahre jetzt auf Arbeit. Ich fahre aktuell sogar noch früher auf Arbeit, aber vielleicht passt man das dann so ein bisschen an und dann schläft sie gerne nochmal 3, 4 Stunden. Und das ist aktuell ein ganz cooler Rhythmus, den kann sie gerne so beibehalten. Aber wir
interpretieren da jetzt schon viel zu viel rein, denn sie ist erst ein paar Tage zu Hause und von daher, meine Lieben, ich will das jetzt hier nicht noch so ewig strecken, aber ich sag vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Jannis, vielen Dank, WWE-Investor, für diese geilen Geschenke. Ihr seht es an meinem dicken Grinsen. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Ja, was ich für coole Menschen auch durch den Kanal kennengelernt habe und der liebe WWE-Investor und auch der Jannis, die gehören da natürlich genauso zu wie der Mirko, der Christian und so viel andere Leute. Cool. Herzlichen Dank und ja, wir machen weiter mit dem Pickup-Video, würde ich sagen. Ne? Bis denn. Ja, liebe Leute, da war die Stimmung auf jeden Fall noch ganz anders als heute, wo wir begonnen haben. Und ja, ich will auch gar nicht zurück in diese Talsohle, aber das war mir einfach wichtig und ein Anliegen, nochmal an den Chico zu erinnern und vor allem euch aufmerksam zu machen auf die Spendenaktion. Ne? Und wie gesagt, auch wenn jetzt die eBay-Auktionen vielleicht schon vorbei sind, diese Spendenaktion bei dem lieben Florian, die läuft weiterhin. Jeder Cent kommt bei der Family an und nehmt euch ein Herz und denkt einfach mal dran, wie es der Family gehen muss, jetzt so kurz vor Weihnachten. Ja, so kurz Vater, Ehemann, wie auch immer, zu verlieren und davor dem Nichts irgendwie zu stehen. Das geht halt irgendwie gar nicht. So eine Scheiße. Ja, jetzt sind wir doch nochmal so ein bisschen in die Talsohle gekommen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten bei dieser allerletzten Pickup-Ausgabe für mindestens lange, lange Zeit, möglicherweise für immer hier auf Schroff gezockt. Ich bitte euch drum, weil das ist total bescheuert gelaufen dieses Mal. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das letzte Frag-Onkel-Waldi-Video ist da, die Ausgabe 30, ein schön rundes Ding mal wieder und auch mal wieder fast 4 Stunden, also da habe ich wirklich wieder alles gegeben für euch. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ist auch verlinkt in der Videobeschreibung. Guckt gerne rein, wenn es euch interessiert. Und noch eine kleine ein kleiner Ausblick, und zwar am 31.12. um 18 Uhr geht mein letztes Video online. Ne? Das Spiel ist dann over, das heißt dann Game Over für Schroff gezockt oder Schroff Over. Und ja, ich freue mich, wenn ihr natürlich da reinguckt, kommentiert und mir ein Feedback da lasst, wie ihr es findet. Es ist nicht ganz das geworden, was ich vom Anfang an mir so gedacht habe, aber ich bin im Grunde, glaube ich, doch ganz zufrieden damit. Ich habe es jetzt die Tage schon so langsam fast fertiggestellt und bin gespannt auf eure Reaktion darauf. Wie gesagt, 31.12. ist dann wirklich finito hier auf dem Kanal. Bis dahin laufen die Let's Plays weiter und auf dem Klo immer montags und dann 31.12. Zack. Aber ich merke eben auch die letzten Tage schon, dass immer mal Zeit zwischendurch ist und auch wenn ich erstmal gar kein großes Anliegen habe, Videos vorzuproduzieren, ich werde mit euch streamen. Das kann ich relativ sicher sagen und wahrscheinlich schon im Januar das erste Mal. Deswegen haltet die Augen offen. Mein Community-Tab wird natürlich dafür benutzt, meine Facebook-Seite, mein Twitter-Kanal. Also falls ihr irgendwie auf dem Laufenden bleiben möchtet, auch diese Kontaktkanäle sind nochmal alle in der Videobeschreibung verlinkt. Bleibt da einfach dran. Ja, und da bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Immer schön schroff bleiben. Kommen Sie wieder, bleiben Sie geil und goodbye. Macht's gut. Tschüss.